Heute werde ich euch eine Anstoßbackmethode zeigen, die nach dem Patch immer noch funktioniert, und ich werde euch einen Trick mit an die Hand geben, wie genau man diese verteidigen kann. Hiermit herzlich willkommen bei Wolf of the Game mit mir, dem Daniel, und einem erneuten Video auf unserem Kanal. Bevor wir reinstarten, das Giveaway von uns läuft immer noch bis zum 12. Januar, falls ihr daran teilhaben möchtet. Ich werde es euch oben rechts in der Infobox verlinken, als kleines Dankeschön an euren krassen Support. So, wir kommen heute zu einer Thematik, die nicht bei jedem gern gesehen ist. Und zwar dreht sich das Thema heute Anstoßbug. Es ist eine Sache, die viele irgendwie belächeln bzw. sagen, ey, muss man diese Mechaniken nutzen? Trotzdem muss man sagen, für die Leute, die wirklich schwitzen wollen und halt das Bestmögliche aus einem Spiel rausholen möchten, ist das halt eine Mechanik, die man auf jeden Fall mitnehmen muss, wie zum Beispiel bestimmte Schüsse, die halt immer funktionieren. Es gibt solche Mechaniken und diese Mechaniken sind leider in dem Spiel integriert, das sind sogenannte Meta-Mechaniken, und wer diese nutzen möchte, sollte sie auf jeden Fall nutzen. Man kann diese natürlich auch verteidigen, wenn man darauf ausgeübt ist, aber es ist trotzdem im Game und jedem das seine, ob er sie nutzen möchte oder auch nicht. Deswegen würde ich keinen blamen für diese Taktiken. Es ist halt einfach so, dass EA das zulässt und es nicht wegpatcht. Dementsprechend warum auch nicht. So, viele haben gesagt, dass nach dem Patch es nicht mehr möglich ist, einen Anstoßbug auszuführen. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist es genauso möglich, bloß mit einer anderen Mechanik, nicht mehr so wie letztes Jahr, das ganze FIFA-Jahr über, sondern es funktioniert jetzt etwas anders. Trotzdem ist die Torgarantie sehr, sehr hoch, immer noch, weiterhin. Und ich werde euch heute erklären, wie das genau funktioniert. Um etwas Verständnis für diesen Anschlussbug zu bekommen, werden wir uns jetzt ein paar Clips anschauen. Und ich werde euch diese erläutern, was genau zu tun ist, um diesen Anschlussbug auszuführen. Hierbei ist natürlich wichtig, dass wir einmal hier einen Flügelspieler haben und einmal hier einen Flügelspieler haben. Diese zwei Spieler gibt es nicht in manchen Formationen, wie zum Beispiel der 4-3-2-1, weil diese dort sich auf diesen Positionen hier meist befinden. Dann funktioniert dieser Trick nicht 1-1, sondern ihr müsst ihn halt etwas anpassen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier in diesem Fall einmal die Anschlussstation hier. Und wir haben einmal hier den Flügelspieler und wir haben ebenso hier oben einen Flügelspieler. Das erste, was wir machen, ist ganz simpel, und zwar wir spielen einen normalen Pass mit unserem Anschlussspieler auf den Spieler, der hier auf dieser Position steht. Sofern das passiert, versuchen wir direkt mit dem linken Stick, ohne dass wir unseren Spieler jetzt hier groß bewegen, ihr seht ja, der Spieler steht statisch da und kriegt den Pass. Er bewegt sich nicht. Aber wir gehen trotzdem mit dem linken Stick, wie ihr hier sehen könnt, an den Controller-Animationen auf den Spieler hier unten und schicken diesen direkt los, um zu laufen. Wie funktioniert das? Ist ganz simpel. Wir schauen unten auf den Spieler und drücken einmal die L1-Taste bzw. LB-Taste und schicken den Spieler auf die Reise. Dementsprechend seht ihr natürlich auch, dass der Kerl hier unten seinen Arm hebt. Das macht er nicht, wenn wir den Spieler nicht schicken. So, sofern wir das gemacht haben, werde ich jetzt den Clip, nur um mal kurz zu Beginn direkt natürlich zu zeigen, was passiert, werde ich den Clip jetzt mal kurz laufen lassen und ihr seht, was genau passiert. Also ihr müsst dann auf diesen Spieler hier achten. Sekunde, ich markiere ihn mal kurz. Ihr achtet mal kurz auf diesen Spieler, was genau passiert, wenn ich den Ball annehme. So, wir lassen den Clip mal ganz kurz laufen. Ich nehme ihn an. Ihr seht unten, der Spieler läuft hier. Der macht jetzt den Weg, wie ich euch erklärt habe. Und ich selber versuche, den Gegner ein bisschen zu irritieren, indem ich erstmal den Weg hier nach oben mache. So, dieser geht dann wahrscheinlich davon aus, dass wir irgendwie, egal wie, jetzt habe ich mich kurz verklickt, Sekunde. Der geht davon aus, dass wir irgendwie hier uns in die Richtung bewegen. Dabei machen wir eigentlich nur den Trick und gehen kurz einen Schritt nach oben, dass er sich nicht auf diesen Spieler hier unten fokussiert. Das ist einfach nur ein
500 IQ-Move und viele Spieler beachten das nicht. Natürlich kann es passieren, dass Spieler versuchen direkt mit den Spielern hier auf den Spieler drauf zu laufen. Da müsst ihr halt natürlich drauf achten. Ihr seht ja immer hier dieses kleine Dreieck über den Kopf, welcher Spieler genau vom Gegner gesteuert wird. Das gleiche ist halt, wenn er jetzt zum Beispiel diesen Spieler hier steuern würde und mich hier pressen würde, dann wäre dieser Spieler hier ein bisschen passiver. Somit wäre ich dann einfach den Move gegangen, dass ich den Spieler hier oben schicke und nicht den unteren. Dann hätte ich das gleiche einfach spiegelverkehrt gemacht. Ich wäre nach unten gelaufen und hätte dann die Aktion ausgeführt. Jetzt in dem Fall natürlich, ich habe gesehen, er hat den Spieler hier unten ausgewählt. Das heißt, ich schicke den Spieler hier nach vorne und gehe mit meinem Anstoßspieler den Weg hier nach oben. So, kurz mal die Basics erklärt. Jetzt natürlich kommt es dann darauf an, was genau passiert. Wir lassen den Clip mal kurz weiterlaufen. Mein Spieler läuft, ich mache noch einen kleinen Schwenker hier in der Mitte und wir warten ungefähr. Es ist schwer zu timen anfangs, aber es ist machbar. Wir warten ungefähr, bis dieser Spieler hier auf der gleichen Ebene ist wie der AV. Meistens macht der AV den Move hier nach vorne. Das heißt, unser Spieler rennt vor und der AV rennt in die andere Richtung. Das heißt, sobald die ungefähr auf der gleichen Höhe sind, können wir hier einmal den Ball nach drüben schlagen und der AV wird so gut wie immer zwar kurz vor knapp fast drankommen, man könnte es meinen, aber kriegt keinen Fokus. Das werdet ihr jetzt auch gleich hier sehen. Und dann passiert genau das, was jetzt hier passieren wird. Wir spielen den Ball. Ja, wie ihr auch sehen könnt, Sekunde, ich muss mal kurz zurückspulen. Wo haben wir es denn? Okay, man sieht jetzt keine Aufladbalken. Aber ihr müsst ungefähr 3,5 Balken aufladen, also relativ viel. Dann geht der Ball über den AV. Der AV, wie ihr sehen könnt, hat jetzt diese dumme Animation bekommen. Das passiert sehr oft. Das ist nicht nur Zufall, das passiert wirklich, wirklich sehr oft. Wir können den Ball hier mit Talisca annehmen, müssen dann halt gucken. Es ist meistens in diesem Fall, wenn wir uns hier befinden, haben wir das Problem, dass halt keine Spieler hier irgendwo im Rückraum sind. Das heißt, meistens mache ich dann eine Einzelaktion mit dem Spieler hier außen und versuche selber was rauszureißen. Jetzt in dem Fall habe ich gesehen, okay, mein Balotelli macht hier diesen Move. So, ich habe hier genug Platz, ich kann das ein bisschen ausnutzen. Ich mache einfach ein paar Meter und schaue, was passiert. In dem Fall gehe ich dann vor, sehe, Balotelli läuft rein, ich bringe die Flanke, Balotelli köpft den mit dem Torwart ins Tor, so gefühlt. Und wir haben direkt nach dem Anstoß ein Tor geschossen. Und das Gleiche haben wir in verschiedenen Situationen. Ich werde euch jetzt noch ein paar Examples zeigen und dann könnt ihr natürlich auch immer Fragen stellen in den Kommentaren, wie genau was funktioniert, um ein bisschen Verständnis dazu für zu bekommen. Das ist kein Stress, also einfach irgendwelche Fragen stellen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Clip. Auch hier haben wir wieder das gleiche Prozedere. Wir haben hier einmal den Außenspieler, wir haben hier einmal den Außenspieler und wir haben hier direkt die Anspielstation. Der einzige Unterschied jetzt hier in dem Fall ist, wir sehen, der Gegner hat jetzt diesen Spieler hier ausgewählt und nicht den hier und auch nicht den hier. Das heißt, wir gehen mal schwer davon aus, wir haben ein bisschen mehr Zeit, uns zu entscheiden, was wir machen wollen. Dementsprechend ist es auch jetzt hier vollkommen egal, welchen Spieler ich schicken möchte, ob ich jetzt den hier schicken möchte oder den hier unten. In dem Fall haben wir Zidane geschickt und ihr seht gleich, was passieren wird. So, wir machen den Weg, wir wussten nicht jetzt, welchen der Spieler er anwählt, dementsprechend sind wir nach oben erstmal gelaufen, haben gesehen, okay, er wählt jetzt diesen Spieler hier aus, machen dann noch einen Schritt nach unten, sie dann unten, wie ihr sehen könnt, macht schon den Weg hier, der ist gleich durch, ist gleich wieder auf dieser Ebene mit dem Außenverteidiger, wir haben jetzt hier genug Platz, um diese Zeit noch rauszuholen. Und das machen wir auch und danach schicken wir ihn einfach mit L1-Dreieck. Und ihr seht auch, huch, jetzt hat es geleckt ein bisschen. Ihr seht auch hier wieder, der AV, der ist komplett lost, kriegt irgendwo einen Fokus hin, wo er eigentlich keinen Fokus hinkriegen soll. Wir haben jetzt hier das Problem, dass, also was heißt das Problem? Wir haben jetzt hier die Situation, dass sie dann die einzige Person ist. Hier im Rückraum haben wir keinen. Der Weg zum Tor ist eigentlich easy frei.
So, die Entscheidung muss dann halt fallen, was ihr genau machen wollt. In dem Fall laufen wir aufs Tor und schießen einfach. Timen diesen Grünen, er geht halt absolut in den Knick rein. Und es ist ein Tor. Also da ist nichts Krasses dabei an diesen Anstoßbugs. Ihr müsst bloß darauf achten, was genau ihr halt dann vor dem Tor macht. Und ihr müsst halt darauf achten, wie ihr das am Anstoß spielt. Ob der Gegner da komplett draufpresst. Bei manchen geht es halt nicht, weil die das gut zustellen. Dann merkt ihr das, aber ihr könnt es trotzdem versuchen. So, und wir gehen jetzt noch in einen Clip rein. Dann haben wir, glaube ich, so fast alle Thematiken mal vom Anstoßbug durch. Und dann kommen wir noch, wie man diesen verteidigt. Ist auch ganz simpel. Auch hier wieder das gleiche Prozedere. Wir haben unsere beiden Außenspieler und wir haben den Stürmer, der den Pass dann schlägt. Wie gesagt, das funktioniert nicht bei jeder Formation. Bei der 4-3-2-1 ist es nicht gegeben, dass unsere Außenspieler so weit vorne sind. Müsst ihr gucken, was für eine Formation ihr spielt. So, in dem Fall sehen wir, unser Gegner hat diesen Spieler wieder ausgewählt. Wir werden jetzt hier ein bisschen Risiko gehen. Das sind immer so Millisekundenentscheidungen, die wir dann treffen. Normalerweise würden wir jetzt eigentlich diesen Spieler hier schicken und wir würden den Weg machen. Wir entscheiden uns aber hier fürs Gegenteil. Wir schicken diesen Spieler und machen trotzdem den Weg auf den Spieler hier zu, weil einfach der Spieler einen Schritt nach hinten macht. Das müsst ihr euch angucken, dass ihr es versteht. So, wir gehen jetzt, wir haben hier ein bisschen Platz. Wir haben den Spieler hier oben geschickt. Man sieht, der Arm wird wieder gehoben. So, wir sehen jetzt aber gleich, der gegnerische Spieler, der macht jetzt Wege zurück. Das heißt, wir haben hier genug Platz. Wir können ein bisschen Zeit rausholen. Wir machen das. Wir warten fast ungefähr auf der gleichen Linie wie der AV. Der Gegner macht es jetzt in diesem Fall halt gut. Er nimmt direkt den AV wieder ran. Und geht jetzt nicht direkt drauf, sondern er kriegt jetzt keinen direkten Fokus, sondern er kann sich ein bisschen in den Raum stellen und macht das eigentlich relativ gut. Dementsprechend nehmen wir da den Ball an. Wir sehen jetzt hier auch wieder ein bisschen das Problem. Das muss alles Fly-by passieren. Das kannst du nicht machen, wenn du den Ball angenommen hast, sondern du musst es eigentlich schon während der Ballannahme versuchen zu machen. Und zwar möchten wir, dass wir... Weil wir sehen, der Spieler stellt uns gut zu, wir brauchen Verstärkung. Wir versuchen direkt, bevor wir den Ball überhaupt annehmen, hier unseren zweiten Stürmer mit L1 schon zu schicken. Das seht ihr, das hat jetzt hier in dem Fall funktioniert. Harry Kane hebt seinen Arm, macht den Weg nach vorne. Das heißt, wir müssen jetzt hier in diesem Fall, müssen wir einfach irgendwie ein bisschen Zeit rausholen. Das macht man meistens, indem man halt ein paar Moves macht, dann hier sich ein bisschen so dreht und schaut, dass man halt irgendwie... In die Mitte kommt oder halt an dem Gegner vorbei, je nachdem, was der Gegner halt macht. In dem Fall stellt der Gegner das gut zu, wir warten auf Harry Kane und versuchen dann halt den Pass zu spielen. Das wäre halt natürlich auch eine Option. So, wir machen kurz den Move, der Gegner läuft vorbei, Harry Kane ist gleich da, Harry Kane nimmt den Ball an, schießt, Tor. Ganz, 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 ganz simpel. Das ist wieder eine andere Möglichkeit, wenn du nicht komplett durch bist. So, der letzte Clip noch, um euch auch das zu zeigen. Wir schicken unseren Spieler hier oben wieder. Ist wieder fast auf einer Ebene. Ihr seht, es ist egal, mit welchem Spieler wir den Pass machen. Sobald wir den Pass lang genug aufladen, kommt er so gut wie immer an. Auch wenn ein Stürmer nur gefühlt 80 Passen hat oder so. Die Pässe kommen trotzdem an. Man braucht keinen, der langen Passwerte auf 90 hat. So, dann nehmen wir den an. Wir haben jetzt hier das Problem, wir haben es nicht geschafft, dass wir unseren Stürmer mit nach vorne schicken. Der bleibt halt jetzt hier im Rückraum und das ist halt schlecht für uns. Das heißt, wir müssen mit Ribéry schauen, was wir hier am effektivsten machen. In dem Fall sehen wir den Space hier, weil der Gegner den Spieler steuert und nicht den hier. Dementsprechend machen wir Meter. Dann stehen wir kurz vorm Tor und ihr seht selber, was dann halt passiert. Das ist halt auch wieder eine Option. So, wir schieben ihn dann einfach ins lange Eck gemütlich rein. Fertig. Nothing special hier. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, wie verteidigt man diesen Anstoßbug? Und dieses Verteidigen ist tatsächlich noch einfacher, als ihn auszuführen. Und gegen gute Spieler, die wissen, dass du diesen Anstoßbug machst und merken, okay, du machst ihn öfters, die werden das immer machen und die werden den so gut wie 95% verteidigen können. Das ist ganz wichtig. Der Anschlussbug tut aber davon profilieren, dass einfach der Anschlussbug in einem Zusammenhang passiert, wo keiner mit rechnet und die Leute einfach den Fokus verlieren auf die Spieler, was sie genau machen.
dadurch entstehen halt sehr, sehr viele Tore in der Weekend League durch den Anschlussback. Also ich mache locker jedes Wochenende, mache ich 6 bis 10 Tore durch einen Anschlussback. Und die retten mich oft, wie ihr in diesen Ständen, in den Zwischenständen hier oben sehen könnt. Ich hole dann meistens wieder den Gleichstand dadurch raus. Also er ist sehr effektiv, wenn du das Überraschungsmanöver hast. Wenn du den Anschlussback 4-5 Mal im Game machst, ich glaube, dann weiß auch der Letzte, dass man diesen verteidigen muss oder dass du gleich diesen bringst und den verteidigen musst. Deswegen, Überraschungsmoment ist das A und O bei diesem Anschlussback. Los so zur Info. So, ein guter Spieler, der weiß oder selber auch Anschlussback nutzt, wird jetzt gleich... Ihr werdet es jetzt an dem Beispiel nicht sehen, weil der Spieler wird es nicht verteidigen. Ich habe jetzt kein perfektes Beispiel dafür raussuchen können. Dementsprechend werde ich euch das kurz einfach mal zeigen, was ich genau meine. So, ein guter Spieler, der analysiert alles, was ihr beim Anschluss macht. Und jetzt in diesem Fall, spätestens zu diesem Zeitpunkt, müsste ein guter Spieler wissen, was genau du vorhast. Und warum? Das ist ganz simpel. So, wir spielen den Pass zurück. Wir sehen, ein guter Spieler achtet auf alles auf dem Feld, was gefährlich sein könnte. Das heißt, diese Spieler hier hinten, die sind uninteressant für einen guten Spieler. Die sind scheißegal. Mit denen kannst du machen, was du willst. Du kannst den Pass nach hinten spielen oder sonst wohin. Es ist egal, weil das für einen guten Spieler erstmal nicht gefährlich sein wird. Ein guter Spieler achtet auf diese Spieler hier vorne. Nach einem Anstoß. So, in dem Fall würde ich jetzt direkt bemerken, okay, mein Gegner spielt den Ball nach hinten und ich sehe direkt, okay, hier oben dieser Herr hebt seine Hand. Das bedeutet für mich direkt in meinem Kopf, er macht auf jeden Fall diesen Weg hier durch. Das bedeutet zudem natürlich gleich, wenn ich den Anstoßback selber nutze und weiß, dass viele ihn auch nutzen, dass ich diesen Pass auf jeden Fall zustellen muss. Was mache ich dadurch? Das ist ganz, ganz simpel. Ich gehe nicht wie dieser Kerl, das mache ich jetzt mal mit der Farbe Blau. Ich mache nicht den Fehler, dass ich wie der Kerl hier drauf gehe. So, ich habe oder mit denen hier drauf gehe, das ist egal. Den Fehler, den will ich jetzt gar nicht machen. Sondern ich passe jetzt darauf auf, dass dieser Spieler hier oben, der den Run macht, gar nicht erst so weit kommt. Und wie mache ich das einfach? Ich versuche den Spieler, den ich hier habe, den ich hier ausgewählt habe, abzuwählen mit dem rechten Stick und flicke den rechten Stick nach hinten. Das kann ich euch ganz kurz mal vorzeigen mit dem Controller wieder. So, wir haben einmal den Controller hier. Moment. Zack. Wir haben einmal den Controller, der ist wieder aus. Ich muss ihn wieder starten. So, wir haben einmal den Controller hier an. Wir sehen, wir haben den Spieler ausgewählt und ich mache einfach nur den Move hier. Mit dem rechten Stick. Seht ihr das? Den rechten Stick? Ich flicke den rechten Stick einfach nach hinten zu dem Spieler, den ich auswählen möchte. Das ist jetzt in dem Fall natürlich ganz simpel. Und zwar ist es hier dieser AV, den ich auswählen möchte. Warum? Weil ich ja weiß, dass der Kerl hier außen den Weg macht. Das heißt, ich wähle einmal den Außenverteidiger aus und stelle mich... Es war jetzt ein bisschen zu weit... Und stelle mich jetzt hier in den Raum. In den Raum stelle ich mich dann rein. Das heißt, wenn der Ball geschlagen wird, kann ich easy mit dem AV, weil meistens ist der AV Kopfball stärker als derjenige, der da außen lang läuft, kann ich easy diesen Ball verteidigen. Das heißt, der Gegner kommt gar nicht mal in diese Situation, dass er mich da hinten ausspielen kann. Das funktioniert nicht, weil der Gegner gar nicht so weit kommt. So, wir sehen jetzt hier in dem Fall, er wählt nicht den AV aus. Wir sind gleich wieder auf der gleichen Ebene, schicken den Ball. Jetzt erst wird dieser AV ausgewählt und das ist schon zu spät, weil dann kommt der Autofokus ins Spiel, dann ist vorbei. Bei uns in der Situation hätten wir das jetzt richtig verteidigt oder hätte er das jetzt richtig verteidigt, wäre dieser AV nicht hier, sondern er würde hier in diesem Raum stehen. Das heißt, es würde ein langer Ball kommen, jetzt hier von Balotelli so auf Ribéry und wir könnten das easy, ganz easy mit unserem AV verteidigen. Ist klar, wir müssen beachten, es ist immer noch EAFC. Es kann passieren, dass irgendeine Backscheiße passiert und der Ball kommt durch. Aber 95% der Fälle, ihr werdet den Ball kriegen. So,
Und dann ist der Anschlussbug für euch gar keine Gefahr, also 0,0. Weil, wie gesagt, der AV wird so gut wie immer den Ball gewinnen. So verteilt ihr den Anschlussbug. Ganz simpel, wie gesagt, noch leichter, als überhaupt den Anschlussbug auszuführen. Ob ihr den Anschlussbug nutzen möchtet, muss bei euch selbst die Entscheidung liegen. Zumindest wisst ihr jetzt auch, wie ihr ihn verteidigen könnt. Und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, dieses kleine Infovideo, kleines Tutorial-Video. War jetzt mal was anderes, als ich sonst gebracht habe, mit so ein bisschen Vorzeigeclips und so einem Live-Draw. Wenn ihr das öfters sehen möchtet, solche kleinen Tutorials, dann lasst mich das in den Kommentaren wissen. Und Feedback wäre natürlich cool, mit einem Daumen nach oben würde mich auf jeden Fall freuen. So, Video ging doch länger als gedacht. Ich hoffe, es ist trotzdem kein Problem und ihr wisst nun, wie man es verteidigt. Wir sind beim Ende angekommen. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich verabschiede mich hiermit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.